Hallo und willkommen zurück zu Far Cry New Dawn. Ja, was wollten wir denn überhaupt noch so Spannendes tun? Ich habe keine Ahnung mehr. Ach, wir wollten ja hier hoch zu New Eden, gell? Da ist ja was gewesen. Hol uns Edens Unterstützung. Ich habe deren Auserwählte kämpfen sehen. Ja, ja, ist doch gut. Schreib mich nicht so an. Was ist denn los mit dir? Schade. Ich hab was gehört. Wie? Was? Was hast du gehört? Ich hab keinen fahren lassen, ich schwöre. Vor allem, wie schnell die schwimmt, tut, ey, das ist ja Wahnsinn. Au! Wow. Was sind das für Vögel? Das sind bestimmt die komischen. Ja, yeah, das sind die komischen Fische da, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Sei froh, dass ich gerade keinen fahren lassen muss. Gibt's doch nicht, geh mir nicht auf die Ketten. Wenn das so weitergeht, bin ich gleich tot. Scheiße, schau mal das noch, ey, ich hab's. Kein Bock, den ganzen Scheiß weg nochmal zu schwimmen. Okay, jetzt habt ihr euch gleich verpisst, hä? Pfeifen. Ne, das sind doch auch so ein paar hässliche Fische hier. Wie, da kann ich während des Schwimmens nachladen. Das ist ja eine Pfeife. Ja, oder? Sehe ich genauso. Ach, wir brauchen ja sowieso die Wölfe, gell? Wegen Titan. Na, mal sehen. Lasst uns jetzt rein.
Oh, hallo. Edens Feuer. Und dann ist das hier dieser Judge. Ja, genau. Folge dem Judge. Ja, geh, komm. Betritt die Kirche. Hallo? Du bist anders, als ich dachte. Das gleiche gilt wohl auch für mich. Wenn du den alten Mann sprechen willst, nun. Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs. Seine Lehren, seine Führung, seine Weisheit und sein Wahnsinn. Ich habe überall danach gesucht. Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher von Eden erwählt wird. Und du bringst es uns zurück. Nicht ich. An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand. Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat. Mich weckten sie zum Anführer. Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt. Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten. Nicht der alte Mann, ich! Vater wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde, lief er davon. Du kamst, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber Joseph ist tot. Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit. Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben, bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war. Er war nur ein Mensch. Sie müssen es selbst sehen. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann helfe ich euch. Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und dich als würdig erwiesen hast. Alle kennen das Zeichen. Sie werden dich zur Flamme führen. Bring mich zur Flamme! Bring mich zur Flamme! Was geht? Wenn wir die Relikte der Vergangenheit dulden, wird sich die Vergangenheit. Dürft ihr mal bitte vorbei? So einfach. Wird ihr auch mal Zeit? Was ist denn los hier mit euch? Oder ein Krieger? Ich frage mich, ob dieser Fremde wirklich die Antwort auf unsere Gebiete ist. Josephs Weg folgt. Wir müssen unser heiliges Land zurückerobern. Du wurdest gezeichnet. Aha, du nicht. Ethan hat dich als einen gezeichnet, der die Flamme des neuen Eden erneut entzünden will. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Dort ist eine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen.
Herr, lasse das Anwesen. Die Nacht ist dunkel, aber dank dem Vater strahlt meine Seele immer hell. Hui! Ich bin bereit. Triff die Auserwählten. Okay, wir gehen jetzt erst hierher. Da füllen wir gleich wieder unsere Munition auf und dann können wir ja dahin laufen, reisen, fliegen, schwimmen, was auch immer. Hallo, hallo, hallo. Ein paar Holzstämme zu sterben. Was für ein beschissenes Ende. Ich nicht verstehe. Bleib einfach ruhig. Wir kommen schon klar. Howdy. Hätte schwören können, da war was. Mit. Sie hätte schwören können, da war was. Keine Sorge. Den Song müssen wir in Endlosschleife hören. Welchen Song? Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Griff die Auserwählten! Genau, der Rush. Ich mache ja die ganze Arbeit und er kriegt das ganze Lob. Genau. Lass dich von der Belagerung nicht unterkriegen. Ja, dann gucken wir mal, wer sind die Auserwählten? Warte auf die Auserwählten. Ich denke, ich soll die treffen und nicht warten. Oh, da, da. Hier soll der Auserwählten sein. Dann lache ich doch über. Ethans Botschaft sagte, du würdest kommen. Kopfschuss und du bist tot, das weißt du, gell? Also bist du der Auserwählter, hä? Viele haben versucht, die Flamme von Eden zu entzünden. Sie alle sind gescheitert. Viele der Highwaymen sind bei der Flamme und sie töten ohne Gnade. Unsere einzige Chance, gegen ihre Überzahl und Feuerkraft anzukommen, ist, sie heimlich und mit List auszuschalten. Wir haben eine Waffe mitgebracht, die dieser heiligen Aufgabe angemessen ist. Bitte ziehe sie in Betracht. Die Auserwählten werden dir helfen. Nun folge mir. Ich soll jetzt den Bogen nehmen. Das ist die richtige Waffe für diesen heiligen Auftrag. Ich glaube, heute erlebe ich, wie Geschichte geschrieben wird.
Nicht denken, meine Gute, nicht denken. Wer drauf tritt, verschwindet. Ein sagt da wirklich Feuerkraft. Die billigen Waffen, die die haben. Ja, wer verstehen wir heute noch? Fort mit dir. Fort mit dir. Na genau, jetzt rennst du weg, ne? Wo ist da noch jemand? Hm. Oh, wow, wer denn? Da hinten steht da einer oder bin ich bekloppt? Ich glaube, ich bin bekloppt. Klar, da hinten schießt doch. Sterft er nicht. Huch! Oh ne, da steht ja doch keiner. Nicht schießen, das mag ich nicht. Reiß dich mal zusammen, du Vogel, was ist los mit dir? Hallo? Hui! Da kann er schön fliegen. Du stirbst nicht. Der Fremde ist wirklich was Besonderes. Du machst nur Ressourcen frei, ha? Nee, nee, ich nehme Ressourcen mit. Wir sind noch nicht fertig. Sünder, es gibt noch mehr. Es ist ein Wunder, dass wir so weit gekommen sind. Dieser Fremde ist wirklich was Besonderes. Ja, weiß ich. Weiter können wir dich nicht bringen. Du musst allein in die Höhle hinabsteigen und die Flamme entzünden. Die Kammer wurde geflutet und die Rohre versiegelt. In diesen Rohren befindet sich das Bliss, das die heilige Flamme nährt.
Lass das Wasser ab und zerstöre anschließend die Rohre, um das Bliss freizusetzen. Entzünde das Bliss, dann kann die Flamme der Gerechtigkeit wieder brennen. Und sei vorsichtig, sonst verschlingt sie dich. Geh, Sünder, mit unserem Segen und unserer Hoffnung. Sünder nennt es mich. Wow. Cap und Rush haben bestimmt schon oft zusammengekämpft. Ohne die hätten wir niemals überlebt. Gib mir Bescheid, wenn es was zu tun gibt. Ja, kommst du nicht mit? Du Pfeife. Muss ich mir jetzt wieder hier alleine machen? Lass das Wasser ablaufen, ja wie, wo? Wie und wo? Ah, okay, da unten. Im Suchgebiet, zerstöre die Blissrohre. Okay, der trinkt jetzt schon mal das Bliss aus. Okay, so. Und dann wollen wir mal hoch. Warte, bis das Gas die Luft erfüllt. Okay.
Wir müssen bloß irgendwie wieder hochkommen, ne? Ja. Entzünde das Bliss. Aber wie? Mit dem Furz oder was? Könnte, ja, vielleicht ja. Ich würde mal mitkommen. Jetzt will ich ja gar nicht lesen. Ich werde hier durchsiebt. Ja, da bist du bekloppt. Warum stehst du? Ach, die. Ich brauche Hilfe. Ach, die ist so dumm. Die ist so dumm, Alter. Bleibt die wirklich im Feuer stehen? Derjenige sein, der Josephs Prophezeiung erfüllen wird. Du musst zu Ethan zurückkehren und weitere Anweisungen abwarten. Aber sei dir sicher, dass du uns neue Hoffnung gegeben hast. Alle in New Eden werden erfreut sein. Edens Feuer. Bis zum Morgengrauen. Man muss aber wirklich sagen, die ist wirklich ziemlich stumm, ne? Schnellreise, okay, da können wir da hinreisen. Wir machen aber erstmal hier hin. Wir holen uns erstmal unsere Waffe wieder. Also, die Carmina, die war jetzt wirklich, das war wirklich gerade eine IQ-Bombe, oder? Die geht wirklich da, bleibt wirklich in dem Feuer drinnen stehen, gell? Und dann beschwert sie sich noch, dass er nicht mal mehr einstecken kann. Aber warum bleibt man im Feuer stehen? Also, keine Ahnung. Aber verwirrte Menschen gibt's ja überall. Er ist, wie gesagt, wirklich so sowieso viel, was heißt viel besser? Ich meine, da ist um einen Punkt besser und das ist in der Präzision. Und den könnten wir uns sogar herstellen. Und ich würde sagen, den stellen wir uns auch hin. Jetzt nur noch Staub. Sehr gut. Dann haben wir das jetzt so und dann würde ich aber sagen, wir machen dann nächste Folge hier weiter. Und ich danke euch schon mal fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.